Jo, guten Morgen und ja, damit geht's weiter heute mit Minecraft und ich habe schon wieder irgendwelche Spanner vor der Tür stehen. So, ja, ich kaufe eine Spinne und sowas. Ach Gott, so viel Zeugs. Markus hat irgendwelche Zombies. Die sind tagsüber friedlich. Das kriege ich hier geändert. Nein, nee, wirklich, die greifen dich nur nachts von alleine an. Wer? Die ganzen anderen Viecher oder was? Die Spinnen. Aua! Hau ab, aua! Ich geh wieder rein, ich hab keine Lust mehr. Crack. Ja, die sind friedlich, die greifen mal, ich gehe nur vor die Tür und krieg direkt wieder irgendwas das drauf. Ja, das ist ja nicht die Spinne, das ist das Skelett. Ja, ich hab das brennt ja nicht, weil der Baum da oben drüber ist. Endlich abgebaut wurde. Der nicht richtig abgebaut wurde. Naja, guck dir das mal an, hier sind einfach fliegende Bäume. Ich weiß, das ist alles. Ich weiß nicht. Hallo, ich weiß nicht, was ihr meint. Komm hier. Abbauen. Weg damit. So, dann wollen wir mal diesmal unsere Insel mal noch ein bisschen mehr festigen hier, damit das hier in Zukunft nicht so monsterhaft wird bei uns. Ha. Du Kacke, Digga. Lol, wie viele Bäume fliegen hier? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Holztrupp. Oh, oh, aua. Haben wir irgendwelche Essensdings da? Nee, ne? Brauchst du Essen oder was? Ja. Ja, ich baue jetzt gleich eine Farm auf. Ich habe Möhren mit und habe Samen mit für Getreide. Und Fleisch? Habe ich Fleisch mit? Nur ein hartes Hühnchen, das kannst du haben. Der liegt bei mir. Wir gucken, achso, das ist wahrscheinlich hier der Verlobte von Baby. Ah, Hühnchen. Hab. Hey, das ist nicht für dich. Ja, ja. Hier, nimm. Gönn dir. Oh, Markus ist gestorben. Ey, das ist mein Part, ja. So, jetzt ist auch mein Dings alles wieder voll hier, mein Leben und mein Hunger. Achso, du hast dich jetzt bewusst selber umgebracht. Ja. Aha. Wow. Schön, das Spiel. Es wird eh noch dauern, bis wir auf dem Level sind, dass wir nicht so. Baby, ich bin mal so frei gewesen und hab mal gerade kurz eine Brücke zu dir rüber gebaut. Die wird eh nicht halten. Was heißt, die wird nicht halten? Weil ich da ein Dach drauf mache. Vergiss es. Du kannst da einen Eingang drüber machen. Ey, hier ist ja doch ein Baum. Bau das doch richtig ab. Nein. Doch. Lass mich. Im echten Leben fliegen auch keine Bäume. Das ist mir scheißegal. Minecraft ist nicht das echte Leben. Ja, nur das zerstört irgendwann die Insel, weil keine Bäume nachwachsen können, weil die sich nicht auflösen. Kümmer dich drum. Das ist mein Part. Ich hol's nur ab. Okay, also geben wir dir den Job Schwerverbrecher und ich bin der Holzfäller. Also du willst eine Verbindung zu mir haben, oder was? Ja, wäre cool. Das ist zumindest vielleicht irgendwie, wenn es möglich ist, die Häuser. Aber das ist ja cool, wenn wir eigentlich die Häuser so ein bisschen verbinden könnten, dass man so einfach mal rumlaufen kann. Weil es wäre dann mal blöd, wenn er dann außen rum muss, wenn da die ganzen Feinde sind, dann läufst du einfach oben drüber. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie da die anderen das sehen. Da hätten wir woanders bauen müssen. Das wird so nicht. Na, ist mir jetzt nur eingefallen. Ja, da hätte man nämlich gleich ins Dschungelbiom gehen müssen, da hätte man Baumhäuser bauen können. Da wäre das gegangen. Das mache ich zum Beispiel gerne normalerweise. Ja, gut, das ist jetzt wieder aber so eine spontane Idee einfach von mir jetzt gewesen. Also man könnte es ja versuchen. Ja, ich sag ja nur, so im Dschungel geht das einfacher. Da kannst du nämlich in die schönen hohen Dschungelbäume Baumhäuser reinbauen. Und da kannst du einfach von Baum zu Baum eine Brücke bauen. Da geht das. Da brauchst du ja auch keine Sorgen um irgendwelche Viecher machen. Nee.
Ich brauche wieder Holz. Er und sein Holz. Ich habe kein Holz mehr. Ich wollte jetzt eigentlich noch weiterbauen. Oben. Du hast kein Holz mehr vor der Hütte. Da musst du wohl ein bisschen weiterlaufen. Ach was. Oder was noch? Ich weiß, was da brauche ich nicht. Ich bin übrigens echt froh, dass wir das Spiel gewechselt haben, sag ich mal. Hä? Na, von GTA weg zu Minecraft, Alter. Wenn ich mir die Gruppen angucke aktuell, du liest ja wirklich nur noch Glitcher hier, Gottmodus da, unverwundbar da, hier unendlich Money-Glitch und da der Glitch und hier bitte. Ja gut, da halte ich mich auch so ein bisschen zurück bei der solchen Sachen, weil ja natürlich, Alter, klar, das ist halt... Jeden Tag postet irgendjemand irgendeinen Glitch-Kack, Alter. Das ist unfassbar. Ja gut, ich bin in zwei GTA-Gruppen drin, da poste ich meine Videos rein und bin dann wieder aus der Gruppe raus, weil wenn ich ehrlich bin, ich halte mich da so ein bisschen in solchen Sachen zurück. Ich habe eine bessere Idee, Kevin. Du, alles gut. Warum baut ihr nicht einfach einen Tunnel? Das hatte ich gerade so gedacht. Ja, dann reißt die, warte mal, dann reiß ich die Brücke oben wieder ein und hat jemand irgendwie eine Spitzhacke oder so? Oder eine Axt oder was auch immer? Kannst du selber bauen, einfach Holz abfarmen und dann an der Dings kannst du diese an der Werkbank, ne? Ja, mal die Bäume ab, die da in der Luft sind. Ich mach das schon. Nee, das kannst du alles selber bauen, aber die aus Holz halten nicht so lange. Wir brauchen irgendwann mal Stein oder Eisen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier hinter mir, aber das ist nur Enrico, der hat irgendwas sich da zurechtgräbt. Dann darfst du dich nicht so weit vorbeugen, dann kommt Enrico nicht hinter dich. Ernsthaft? Ja. Das war zu viel des Guten. Das war irgendwie, keine Ahnung. Von Holz! So, Alter, warte mal, ich muss zur Werkbank muss ich, ne? Mhm. Aber vorher Bretter draus machen, denk dran, ne? Also aus den Holzstämmen Bretter und aus den Brettern kannst du dann wiederum Werkzeuge machen. Ah, okay. Schon krass, wie Minecraft gefühlt seit 10 Jahren. Max, Kevin fängt fest an. Ja, ich habe am Anfang mal ein bisschen gespielt, aber irgendwie war das so wirklich nie meins dann. So. Gibt's eigentlich eine Info, wann das neue Forest rauskommt? Weiß das irgendjemand? Ne, ich hab gleich mitbekommen. Da kommt ein neues Forest. Wie soll der zweite Teil kommen? So viel Trailer schon gespielt. Oh, Mann ey! Außer so. Gib mir die doch. Diamantspitzhacke, ich brauche eine Axt. Normale. Also, wenn du vor uns eine Diamantspitzhacke machen kannst, wenn du nicht. Dann verlass das Spiel. Hm? Wenn du vor uns eine Diamantspitzhacke machen kannst, verlasse ich das Spiel. Hey, warte mal, ich habe hier so eine komische Diamantspitzhacke. Kannst du exklusiv in meiner Folge gucken, in meinem Dings gucken. Die ist geklaut. Alles gelogen. Ich brauch sogar noch Stöcke. Die kannst du ja machen. Kannst du auch aus den Brettern machen. Alles aus Holz. Alles wird was ich hab gemacht. Geht weiter Holz. Autsch! Was ist so? Ich bin da jetzt angeklatscht. Ach, verpiss dich vor meinen Sack, du Lübbel. Sie gehen sie weg, ich warte. Yvonne, wir haben dir immer wieder gesagt, geh nicht so alleine in die Feuchtgebiete. Das ist sogar zu zweit. Kein Kommentar. Darf ich hier meinen Ruhe bauen? Hier? Es wird ja schon wieder dunkel, Alter. Es geht in letzter Zeit echt fix, muss ich sagen. Das war mal anders, dass das länger mal war mit dem Tag. Ja, desto mehr du schläfst, desto schneller geht das immer. Weil du überspringst ja sehr viel Zeit auch. Man kann aber auch ganz viel Schaden machen. Ich glaube.
Was? Man kann, es gibt einen Cheat, wo man Tag machen kann. Kann aber nur der Atmen, wie ich es verstanden habe. Ernsthaft, geht nicht weg. Ja, ich glaube, du kannst das abschalten, dass der Tag-Nacht-Rhythmus ist, aber... Ja, dann brauchst du Cheaten. Im Kreativmodus, glaube ich, geht das, ja. Zum Beispiel. Oder du hast halt Cheats an. Dann kannst du das auch so machen. So, jetzt habe ich mal zumindest ein paar Äxte. Aber wir sind ja keine Cheater. Sowas machen wir nicht. Die ganze Welt prügelt. Vor Yvonnes Haustier wartet schon wieder in der Trunkenheit. Oh, leck mich doch am Arsch. Eine, das sind zwei. Ich hab grad... Wow. Was ist das denn? Achso, ach Gott, ey, nein. Wie krieg ich eine Lebensmittelvergiftung weg mit diesem verrotteten Fleisch? Schlafen? Ja, das ist nicht essen. Hm. Zu viel gesehen. Da brauchst du Tränke für und das dauert noch eine Weile, bis du die hast. Das heißt, ich verrecke jetzt daran, oder was? Nein. Entweder das oder du hast nur am Ende nur sehr wenig Leben. Ja, ich brauche was zu essen. Mir wurde ja mein Fleisch weggenommen. Du hast schneller Hunger. Hast du wirklich was zu essen im Mund? Ich habe kein Brot im Mund, ja. Das nennt man realistisches Spielen, Enrico. Realistisches Spiel. Ja. Du kannst nicht schlafen, wenn die in der sind. Ich hab so einen scheiß Zombie vor mir. Dann müsste ich eigentlich das Spiel verlassen. Gut. Hä? Wenn ich sterbe, muss ich also das Spiel verlassen. Hä? Bei realistisches Spiel. So, ich bin in einem Bett, also wenn ihr dann auch mitmachen wollt. Das ist mein Part übrigens, Spiele zu verlassen, wenn man stirbt. Ich kann nicht schlafen. Weil dieser dämliche Trunkene hier vor mein Haus rumlummert. Ja, ich habe auch so ein Viech vor der Tür stehen. Ich mache einen Sack gerade das Ding. Das waren mal Menschen. Na und? Ein Viech. Wo bist du? Seh nicht mal, wo er ist. Steht das Mist wie immer da vor der Tür? Oh, nein, 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 aus, aus, nein! Ernsthaft, Baby hat. Ah, ich zieh jetzt runter. Nein! Ah. Oh. Baby hat Baby hat Freunde gefunden. Alle wollen Baby umarmen. Er sagt doch, wir brauchen dringend Ort zu lassen, würden die nicht explodieren. Ich sitze hier drüben und gucke euch zu. Free Hugs. Ich bleib in Gerüche wenigstens stehen. Wo ist er hin, der Creeper? Kling, kling. Ein Viech habe ich gerade down gekriegt. Der rennt hinten hier auf der Sandinsel rum. Creeper. Ja, deswegen brauchen wir echt Ort zu lassen, weil dann explodieren die Viecher wenigstens nicht wie der Creeper. Das habe ich gelernt. Oh Gott. Vorsichtig, Markus, das Ding Drecksviech kommt. Schwebende Bäume. Kev, Vorsicht! Vorsicht, Kev! Oh. Ja. Nicht gesehen. Also, das eine Viech habe ich gesehen, aber das zweite nicht. Oh, ich hab sogar einen verzaubert. Hä? Nix? Alles gut. Lass mal Bäume fällen hier. Ich brauch Holz. Ach, nö! Der Creeper ist auch weg, den habe ich im Wasser explodieren lassen. Sehr gut. Hier sind noch zwei weitere Creepers hinter mir. Lass mich doch in Ruhe. Ich verstehe das nicht. Wir haben doch überall Fackeln aufgestellt. Wieso spawnen ja, immer noch die Scheiße hier? Ja, die Spawnrate wird nur runtergeraten. Eigentlich. Boah, es könnte halt sein, dass wir wirklich auf einem Spawnpunkt sind, wo die unter irgendwo spawnen. Dann leben wir halt auf einer gefährlichen Insel. Müssen halt mehr aufpassen. Geil. Das Leben ist hart. Meine Sachen. Ich brauch die doch. Jetzt würde ich schwer schwimmen, den Bäume wegmachen. Wer hat eigentlich einen Hund? Hab ich doch schon weggemacht.
meine Sachen hin. Da brauche ich halt das Holz weiter. Ist mir wurscht. Wer hatte denn den Hund? Ich? Der ist aber oben bei mir im Haus. Der kann nicht hier unten rumrennen. Nee, ich hatte nur überlegt gerade. Weil du kannst den ja mitschleppen. Kev, weg, Kev! Bin weg. Oh ja. Geh ins Wasser, am besten. Da passiert nicht viel. Da kommt gleich der Trunkner und tötet mich da. Ja, nee, aber wenn der da explodiert, dann entsteht auch kein Schaden zum Land. Geh mal zurück. Ja, feini. Fuchsi. Geh weg, du Dreckskilli. Ist das sicher tot? Dankeschön. Ja. Der eine Creeper ist hier am Strand explodiert. Nee. Auf der anderen Seite. Ich muss weg. Hopp, geh weg, such dir was anderes. Der Fuchsi ist verliebt. Jawohl. Creeper ist tot. Nein, aus! Achso, Fuchsi. Aus, hab ich gesagt. Aber ich brauche echt mal was. Ich brauche mal echt was zu essen. Der Fuchsi ist verliebt. In wen? Weiß ich noch nicht. Ich habe ihn einfach Bären gegessen zum Essen. So, und jetzt sucht er wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Oh, schade. Hey, was geht denn du? Gut. Was ist denn los, hä? Was ist das, hä? Boxen? Was hast du mir jetzt in die Hand gedrückt? Ein Eisenbach! Nein! Och, Mann! Nein! Oh, Creeper. Oh, zwei Creeper. Oh, drei Creeper. Oh, fuck. Ich bin aber weg. Oh. Was? Boah, jetzt hören Sie doch auf, damit wir auch nicht ständig irgendwie Pfeile ins Gesicht zu schmeißen. Haben wir keine Schweinchen, um irgendwie mal was, mal ein Stück Fleisch zu braten? Ich habe nämlich echt kaum, ich habe kaum noch Energie. Hat jemand irgendwie was zu essen? Was praktisch wäre? Was? Ich gehe mal. Das ist immer noch dran. Nicht zu verlieren. Ich habe aktuell Baby, pass auf, Baby, das... Aua, ich wollte gerade weg ran. Hing aber fest am Baum. Ja, ganz Baum des Verhängnis. Eine Hexe von meiner Haus. Ich bin da. Wo sind meine Sachen hin? Oh, doch. Du dumme Bitch. Oh, ab. Wie nennst du den Baby? Nein, die Hexe, die vor meiner Haustür steht. Ja. Oh. Die sind doof, die werfen mit Tränken und so. Ist doch eigentlich gut, oder nicht? Nein, die bringen dich um. Gifttränke. Ja, geil. Die wirft dir keinen Glückstrank zu. Nicht? Die Sonne geht auf. Ey, du guckst mich so fies an, gell. Da ist eine Glasscheibe, du kannst nichts machen. Oh, die ist sogar eine Warze. Warte. Ist ja geil, wie die lachen. Wo guckst du denn bitte der Hexe hin, dass du weißt, dass die Warze hat? Direkt aufs Gesicht. Na geil. Oh, Junge. Hütetisch. Die lässt mich nicht alleine. Hau doch ab. Die will mich umbringen. Straight. Ich brauche Steine. Aha. Ich will einen Ofen machen. Aber wir haben aber auch keine Möglichkeit, die Steine irgendwie anzubauen, ne? Oder zu anzubauen. Ja, zu finden. Entschuldigung. Doch, und auch geht mehr. Musst du nach unten buddeln und dann mit der Holzspitzhacke abbauen. Alter! Irgendwas greift mich an, ich hab noch keine Ahnung. Dumme Bitch, wie schnell du warst. Ich weiß nicht mal was. Irgendwas greift mich an, ich weiß nicht mal was. Bist du vielleicht von der Hexe irgendwie mit was beschmissen worden? Nein, ich hab keine Ahnung, wo es herkommt. Lass mich in Ruhe. Aua, ich hab kein Leben mehr. Nein, ich bitte war es nicht, das bin ich mir ziemlich sicher. Okay, vielleicht doch was. Ist das die Hexe da vor deinem Haus? Ja. Die kann man auch nicht töten, ne? Doch, die kann man töten.
Dauert noch ein Stückel. Ich vermute, dass es tatsächlich die Spinne war. Kann ich die Schafe töten und das Fleisch nutzen? Ja. Sorry, Schaf, ich hab Hunger. Fische auch, geil. Gab's das letzte, wo ich gezockt habe, auch noch nicht. Ich krieg nur verrottetes Fleisch von euch, Mistviechern. Aber es hat auch keiner was zu essen von euch, ich hab ein halbes Leben noch. Man kann später auch noch Essenssachen anbauen, aber das ist soweit immer noch nicht. Ja, was bringt mir das denn jetzt? Ich werde angehaucht mit Tod. Ja, dann musst du halt dein Zeug schnell in die Kiste packen und dann einmal sterben. Das ist halt so. Dann mache ich das jetzt. Das habe ich ja vorhin auch gemacht. Wie gesagt, wir haben ja noch keine Farm. Dings wollte sich ja drum kümmern. Enrico. Ja. Nee, scharf. Nee. Kohle, Kohle, Kohle. So, irgendwas kommt wieder. Ich pack mal zwei Sachen weg. So, dann guck ich mal, dass ich weiterhin noch die ganzen Bäume hier, die hier in der Luft schweben. Wenn jemand. Ich brauch so zwei Stacks an Holz für Zäune. Oh, ich hab rohes Hammelfleisch, das ist gut. Eigentlich. Jetzt müsste ich einen Ofen haben. Das heißt, ich werde noch einmal losziehen, mal Steinchen sammeln. Bei mir im Haus oben ist auch ein Ofen, falls du einen brauchst, schnell. Das ist eine Information, mit der ich arbeiten kann, weil dann kann ich nämlich Fleisch machen. Ja, mach erstmal das. Ich würde sagen, wir bauen dann später irgendwann eine Mine einfach noch hier hin. Ja, also es geht ja darum, erstmal zumindest ein bisschen was zu füttern zu haben und ich jag ein bisschen. Genau. Und Cat, Baby und ich, wir haben genug Kohle gehabt bis jetzt. Ich habe auch noch Kohle, ja, 20 Stück. Genau. Hä, hey, geil! So, jetzt muss mein Inventar leer, das heißt, ich bringe mich jetzt erstmal um. So. Und dann. So. Dieser Stream ist nichts für Deprimierte. Ah, schlimmer. Irgendwer. Jetzt kommt hier noch das Besuch. Ja, aber der macht am Tag nichts. Lass doch. Nein. Ich will ja sterben. Sterbi. Der greift dich nicht an. Jetzt. Natürlich greift er mich an. Der greift mich nicht an, du bist gestorben. Ja, wenn du die ganze Zeit verprügelt willst, würde ich dich auch angreifen, ja. Wieso? Hat in GTA das auch geklappt und du konntest dich trotzdem nicht wehren. Nein, alles gut. Ja, wenn ich jetzt Zombie wäre. Manche sagen sogar noch, bitte hau mich. Es gibt aber gesagt, es gibt Leute, die stehen drauf. Ich glaube, du bist gerade in der falschen Szene. Schlag mich, du Sau. Uff. Gut, dass deine Videos alle erwartet sind. Was ist denn das? Wo ist es hin? So, jetzt muss ich rüber zum Markus rennen. Hilfe. Und mal zu seinem Ofen benutzen. Hey, guck mal, ich kann die Zeugs ansammeln. Aber ich finde das sowieso, jetzt deins, mal ganz ehrlich. Markus, ist deins diese Glashütte? Nee, ne? Nein, oben auf dem bei dir vorm Haus auf dem Hügel. Das ist oben. Bei mir vorm Haus. Oh. Ja, danke, dass du mein Seeblatt eingesammelt hast. Ja, warte, ich leg's hier. Es war nur aus Versehen, wirklich. Da ja. Oben auf dem Hügel zwischen den Bäumen. Ach, hier, ach, du brauchst einen Ofen. Ich hab einen. Leute, hier. Ich brauch Fleischi. Ist egal. Aber, aber mal ganz ehrlich, Leute, diese ab 18 sind sowieso irgendwie. Ich hab die nur bei den GTA-Videos drin. Die ich meine, mehr als wenn du dann das Video anklickst, das Video ist ab 18, möchtest du fortfahren. Mehr kommt nee, du musst, dann auch. Nein, du musst bei ja Minecraft, ne? Du musst. Nein, bei Minecraft hab ich's ja nicht drin, ich hab's ja bei GTA nur drin. Kevin, hier. Was? Alter, ich hab doch gesagt, ich hab den hingelegt. Du hast meinen Ofen hingelegt. Ja, dass du ihn selber dir in dein Haus stellen kannst. Das meinte damit. Da, hier, ja, da liegt er. Noch ein. Was ist das? Ach, da hinten? Och, das ist ja ein süßer kleiner Ofen. Ja, dann baue ich mir den. Kann ich den bei mir verwenden? Dann ja, ja, einfach hinstellen, wie das geht. Ja, das war der Plan, naja. Weil so kann ich nämlich arbeiten. Weil dann kann ich Fleisch echt, machen. Echt. Kolle, Kolle, Kolle. Und Fleischi.
Am besten wäre es, wir müssten irgendwann mal irgendwie zwei Kühe oder zwei Schafe in den Zaun einzäunen. Also zwei Schafe habe ich schon. Damit die mal miteinander, ne, so, ne, ja. Ja. Und dann haben wir nämlich mehr Tiere, dann können wir nämlich auch mal welche schlachten. Ich brauche erstmal nur mein Holz für meine Zäune. Zusammen ist ja gerade genug. Das habe ich jetzt erstmal wieder. Oder Weizen anbauen und wir machen Brot. Das geht auch. Ja, das mache ich ja nebenbei. Du brauchst ja sowieso Weizen, um die zu vermehren. Ja. Achso, ich muss ich brauche halt jetzt Holz für Zäune, damit ich das ganze Gebiet abriegeln kann, damit ich die endlich aus dem Loch da rausholen kann. Deswegen sammle ich jetzt aktuell noch Fische. Wie hast du die bei Yvonne hingekriegt? So, weiter Text. So, geht der Ofen mit alleine wieder aus irgendwann? Ja, ne? Na, wenn dein Essen fertig ist. Wenn die Kohle entweder abgebrannt ist, also keine Kohle mehr vorhanden ist, oder wenn das, was du reingepackt hast, fertig, geofent ist. Also, wenn du oben nichts mehr drin hast, dann brennt nur die letzte Kohle, die du gerade benutzt hast. Ich habe alles rausgenommen an Kohle jetzt. Ach so, das musst du nicht machen, kannst du drinnen lassen. Ach, na, ist ja unnötige Verschwendung, oder nicht? Nein, das verbrennt nur, wenn du wieder was reinmachst. Es brennt immer nur der letzte, der gerade aktiviert wurde. Mhm. Also die Zahl, die unten steht, die bleibt so lange, bis du wieder oben was reinmachst. Okay. So. Alter, ich kann das Spiel voll gut erklären. Manchmal ist es so. Alles gut. Es gibt ja die extrem... warte mal. So, jetzt. Oh. Ich wurde mich vorher, mein Charakter so langsam schleicht, aber es liegt daran, dass ich auf Kreis gekommen bin. Auf Kreis? Ja, wegen Ducken. So schleichen, ja, lol. Ja, ich kenne das nur mit R3. Aber das ist lol. Warum ist das so doppelte Tastenbelegung wie du? Keine Ahnung. Nö, Achso, R3. Ja, doch, du hast recht. Hm. Ja, Kev? Ja. Habe ich eigentlich bei dir wieder nur den Standard-Skin oder habe ich jetzt mal... Nee, du hast diesen Packer-Skin. Den drin. Das ist gut, ja. den habe ich mir nämlich das letzte Mal schon gemacht gehabt. So, ich habe jetzt noch Schweinchen getötet, das heißt, ich kann jetzt nochmal mir was mitnehmen. Wie viel hast du jetzt schon zusammen? Was? Markus. 37 Stämme. Mache ich gleich Bretter draus. Okay, aber hier schweben noch ein paar Bäume. Ich muss hier noch ein bisschen Kevins Überreste entfernen. Oh, brauche Glasblöcke und Glasscheiben. Okay. Glasscheiben habe ich da. 16 Stück. Du kannst aber aus Glasblöcken auch die Glasscheiben machen. Ich habe hab bis jetzt nur eine Werkbank und mit Ruhe rumstehen. Und ein Bett. Und ein paar Fackeln hier.